Moinzen Leute, was geht und damit herzlich willkommen zum Competitiones Summit. Ihr werdet schon hören, meine Stimme ist heute total angeschlagen. Ich kann euch auch nicht genau erklären, warum. Ich glaube, es hat mit einer Allergie zu tun. Ihr müsst das jetzt heute leider ertragen. Belohnungstechnisch in diesem Summit haben wir 200.000 Follower für Bronze. Für Silber gibt es einen zweiten Teil von einem verbesserten Nitro-Mischer Alpha Grand Prix. Für Gold gibt es das Italien Nitro und für Platin kriegen wir dann den Alfa Romeo 4C Serpente Edizione, der an sich erstmal wahrscheinlich gar nicht so ultra interessant ist, doch deutlich interessanter wird durch die Info, die wir jetzt haben, dass wir unsere The Crew 2 Fahrzeuge mit in The Crew Motorfest nehmen können. Das heißt, auch Platin-Fahrzeuge können wir dann übernehmen und es lohnt sich dadurch wahrscheinlich, sich die Platin-Fahrzeuge in The Crew jetzt noch möglichst gut mitzunehmen, die man so noch kriegen kann. Also, ich wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß beim Video, viel Glück beim selber spielen und lasst gerne ein Like und ein Abo da. So, oben angefangen haben wir direkt drei Slaloms dieses Mal. Das heißt, warum auch immer nur Slaloms in einem Summit? Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. Wir fangen natürlich an mit dem Touring Car Slalom und dabei benutze ich ein Hypercar. Wir benutzen hierfür einen Punktebrecher mit Test erprobt, genau wie bei jedem Slalom immer. Das heißt, ihr könnt den auch für den Powerboat Slalom und für den Offroad Slalom benutzen. Der erste Slalom, warum habe ich eigentlich Hitze? Glaube ich, höre sowieso nichts. Der erste Slalom ist tatsächlich relativ simpel. Wir fahren hier einfach auf der Straße. Es gibt so zwei, drei Ecken, wo man mal aufpassen muss, wo man vielleicht ein bisschen langsamer werden muss. Bei 20 Sekunden Restzeit ist hier ungefähr so eine Kante. Da ist halt einfach der Winkel ein bisschen schärfer. Da lohnt es sich ein bisschen langsamer zu fahren. Ansonsten ist der erste Slalom tatsächlich ziemlich easy. Ich will hier sowieso eher über den zweiten Slalom reden. Der hat es nämlich ein bisschen in sich. Ein zweites Slalom ist ein Powerboat-Slalom, wo wir zweimal so eine 180-Grad-Wende drin haben. Die sind recht böse, aber da gibt es eine Technik, die da deutlich schneller funktioniert. Und deshalb gehen wir da kurz drauf ein. Also, Powerboat, Frauscher, Punktebrecher mit Test erprobt wie immer und Profi-Einstellungen wie immer. Bei den 180-Grad-Wänden, und ich weiß, dass die nicht das einzige Problem bei dem Slalom sind, machen wir einen Doppel-Respawn. Wir fahren quasi, das sind beides Rechtskurven, dementsprechend von links nach rechts ein bisschen um die Dinger rum. Respawn das erste Mal, dadurch wird der Kontrollpunkt eingesammelt, aber wir stehen immer noch falsch. Und dann respawnen wir ein zweites Mal und werden quasi rückwärts aufgesetzt, sodass das Ganze problemlos funktioniert. Wir stehen dann sauber und ordentlich und können in die andere Richtung weiterfahren. Das Ganze machen wir hier doppelt, wie gesagt, zwei 180 Grad Wenden und dann kommen wir hier gut zurecht. An sich wirklich kein Problem. Der Slalom ist halt einfach an sich trotzdem böse. Ihr seht hier, am Ende bin ich auch ein bisschen scheiße über die Inseln gerutscht. Das kostet dann auch wieder Zeit. Ist im Endeffekt gar nicht so erheblich. Ihr könnt das Teil auch ganz normal fahren. Wenn ihr Punktebrecher und Test erprobt drauf habt, kommt ihr hier zurecht und werdet punktetechnisch auch vollkommen in Ordnung abschneiden. Ey, tatsächlich gibt der Slalom ein bisschen weniger Punkte, als man es gewöhnt ist, 152.000, aber auch das vollkommen egal. Hauptsache Punktebrecher und Test erprobt, der Rest ist optional. So, beim Offroad-Slalom habe ich jetzt einfach mal zeigen wollen, dass man jetzt nicht unbedingt ein Rally-Raid-Fahrzeug nehmen muss. Normalerweise tue ich das ja. Es ist aber im Endeffekt scheißegal. Hauptsache Punktebrecher und Test erprobt. Das geht auch beim Hypercar. Street Race, Touring Car, Rallycross, Rally-Raid, Hovercraft. Ihr könnt einen Motocross benutzen, wenn ihr wollt. Das ist scheißegal. Also es ist tatsächlich überhaupt nicht wichtig. Hauptsache ein Punktebrecher mit Test erprobt ist drauf. Dann habt ihr hier eure sicheren 150.000 Summit-Punkte und könnt euch definitiv nicht mehr beschweren. Hypercar, wie gesagt, ist jetzt hier mein Fahrzeug der Wahl gewesen, weil ich sowohl in Hypercar als auch in Rally Raid ein verbessertes Punktebrecher-Set habe, wo höher Test erprobt drauf ist. Das heißt, normalerweise ist Maximum 75% Test erprobt, mit diesem verbesserten Set hat man halt 89%. Also nicht drüber wundern, wenn ihr das mal seht, dass ich da eine höhere Prozentzahl stehen habe. Das sind Summit-Sets, die konnte man so mal gewinnen, die kann man sich nicht selber bauen. So, kurz mal am Halsbonbon lutschen. In der Hoffnung, dass meine Stimme dann besser durchhält. Also, erstes richtiges Rennen ist Bronx Hypercar mit dem Bugatti Chiron Supersport 300+. Hier drauf achten, wir stellen das Getriebe runter auf 9. Wieso? Weil das ein Singleplayer-Event ist. Wir fahren das nicht mit Windschatten, also definitiv Getriebe auf 9. Ich muss dazu sagen, dass das meine absolute Hassstrecke ist. Das ist eine Strecke, bei der ich regelmäßig PvP verlasse, wenn die ausgewählt wird, weil ich hasse dieses Rennen wie die Pest. Es ist, ich verstehe nicht, wie man das mögen kann. Der Anfang von dem Rennen ist eigentlich noch relativ gut machbar, die ersten zwei Kurven sind kein Problem. Wir lassen uns hier ein bisschen um die 4% Kurve leiten und geben dann Vollgas, bis wir in die Stadt kommen, also ungefähr 10 Sekunden später. Und da müssen wir jetzt das erste Mal richtig aufpassen, wir müssen hier nämlich sehr langsam werden. Die Kurven sind eng, an den Seiten stehen Bäume und Autos, das ist einfach scheiße. Die Kurven sind für den Arsch. Die erste Stadt, da muss man einfach extrem langsam werden
und versuchen sich da nicht auf den Bäumen aufzuhängen. Danach ist erstmal scheißegal. Wir gehen voll aufs Tempo und nutzen quasi das, wofür wir den 300 Plus hier ausgewählt haben. Gehen also auf Tempo hoch. Bei ungefähr 30% kommt dann diese kleine Brücke. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, springen ganz leicht nach links. Beim Landen ist meine Empfehlung, kurz vorm Gas zu gehen, um die Kontrolle wieder zu gewinnen. Und danach geben wir wieder Knallgas und geben auch wieder Nitro und gucken, dass wir bis ungefähr 50% Vollspeed durchkommen. Da bremsen wir dann deutlich ab und fahren hier in diese kleine Lücke vor dem Wohnwagen. Die Abkürzung habe ich so noch nie benutzt, die eigne ich mir quasi selber gerade neu an, aber ist angeblich das Beste, was man hier zeitlich machen kann, wenn man sie denn sauber bekommt. Ihr müsst das nicht machen. Ja, man kann auch akzeptable Sammelpunkte kriegen, ohne diesen Cut zu benutzen. Ich würde es aber tatsächlich probieren. Versucht euch immer selbst so ein bisschen herauszufordern und zu verbessern. Kann nicht schaden. Danach haben wir noch einmal bei ungefähr 65% so einen kleinen Cut hier durch die Bäume. Wir setzen rechts an, fahren nach links Offroad, um dann quer durchzuschneiden. Und dann war es das eigentlich. Danach lasse ich euch beschleunigt ablaufen, ist nicht mehr viel besonders spannend. Wir schneiden am Strand zweimal leicht innen nach links rein. Und dann noch einmal ein minimaler Cut, wenn wir quasi ins Ziel reinfahren, also quasi in diese Zielstadt reinkommen. Auch da nur noch ein kleiner Cut. Ich muss dazu sagen, die 2:42 hier ist eine sehr starke Zeit. Das ist tatsächlich ein gutes Stück besser als meine Bestzeit in der offenen Welt. Also lasst euch davon jetzt nicht irritieren, ihr müsst hier keine 2:42 fahren. Ich sag mal, eine 2:50 ist vollkommen ausreichend locker. Mehr muss es nicht sein. Also, ne, klar, das Rennen gibt gut Punkte und wenn man da entsprechend schnell fährt, ist das ganz ordentlich. Man muss es aber nicht. So, kommen wir zum Once Upon a Time in Brooklyn mit dem Alfa Romeo 4C, den wir in diesem Summit gewinnen können. Ich habe euch das Ganze hier mal leiser gestellt. Wieso? Keine Ahnung warum, aber für mich war das Auto doppelt so laut wie jedes andere Fahrzeug im Spiel. Ich habe keine Ahnung. Deshalb habe ich die Videospur nur von dem Rennen ein bisschen leiser gestellt. So. Im Prinzip kann man zu dem Rennen nur sagen, es besteht komplett aus 90 Grad Kurven. Es gibt nicht wirklich viel, was ich euch hier großartig erklären kann, außer der Wagen ist Stock. Das heißt, keine Profi-Settings und keine Tuning-Teile, heißt, der ist langsam. Zumindest im Summit. Und da gibt es im Prinzip eine ganz einfache Lehre draus zu ziehen. Wenn man hier die Kurven richtig fährt, dann reicht es fast immer, ein, zwei Gänge, eigentlich einen Gang runterzuschalten und ein bisschen vom Gas zu gehen. Fast immer ist das genug. Meistens kann man sogar Vollspeed weiterfahren. Vor allen Dingen am Ende bei 70%, da geht eigentlich alles Fullspeed. Aber tatsächlich ist hier wie immer eigentlich, aber am meisten bei solchen 90 Grad Strecken, die große Lehre, die man ziehen sollte, der Kurvenfahrtwinkel. Heißt, eine Linkskurve fahre ich von rechts außen an, ziehe spitz in die Mitte und lasse mich nach rechts wieder raustreiben. Das ist eigentlich alles, was man zu so einem Rennen groß erklären kann. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie gut und wie konsistent könnt ihr das ganze Rennen überhalten, keine groben Fehler einzubauen und trotzdem in jeder Kurve so viel Tempo wie möglich mitzunehmen. Ich habe euch jetzt hier einfach mal den Rest von dem Rennen beschleunigt ablaufen lassen. Das Ganze ist vierfach Tempo. Das bedeutet, wenn ihr hier mal in irgendeiner Kurve krasse Probleme habt, könnt ihr im Prinzip das Video an der Stelle mal mit 0,25-facher Geschwindigkeit laufen lassen und solltet ungefähr den Maximalspeed von dem Rennen sehen. Ist der einzige Tipp, den ich euch geben kann, falls ihr bei irgendeiner speziellen Kurve wirklich krasse Probleme habt, das glaube ich aber nicht. Also tatsächlich, das Rennen ist nicht besonders schwer und dadurch, dass das Fahrzeug so langsam ist, noch viel weniger. So, damit kommen wir zu Monster Truck. Monster Truck kann man wieder ein bisschen was erzählen. Wir benutzen hierfür den Abarth 500, weil wir keine Wahl haben und wir nehmen einen Nitromischer auf pure Extraportion, weil es das Beste dafür ist. Und dann kann man tatsächlich dazu nur sagen, die Monster Truck Strecke hier ist Wild Wild West, ist so ziemlich die langweiligste, die es gibt. Da gibt es genau eine Sache zu beachten, oder zwei, sagen wir zwei Sachen zu beachten, und da kommen wir dann jetzt drauf. Ihr fahrt das Ding auf jeden Fall zu zweit, im besten Fall sogar mit noch mehr Leuten. Und dann heißt es im Prinzip nur, Regel Nummer 1, möglichst viel Windschatten bzw. anschieben, und Regel Nummer 2, weicht den Bäumen aus. Es ist eine Wüste gefühlt, wo wir hier fahren. Es ist eine Wüste, nicht nur gefühlt. Und im Prinzip müsst ihr nichts anderes machen, als zu versuchen, eure ca. 260 km/h Topspeed zu halten. Am Anfang den Berg runter ist es noch ein bisschen schneller. Relativ danach passiert aber eigentlich gar nichts mehr. Ihr könnt über die Map ganz gut gucken, wo so die Checkpoints sind. Hilft natürlich, wenn ihr es schon wisst und euch gut ausrichten könnt. Ab 50% seht ihr hier, haben wir das einmal gemacht, wo der Toasty quasi von hinten an mich ranfährt und mich so ein bisschen anschiebt. Guckt mal auf mein Tacho. Wenn er mich berührt, fahre ich konstant meine 260 bis 270. Und in dem Moment, wo er von mir wegfährt,
muss ich Nitro geben, um das Tempo zu halten, ansonsten rutsche ich runter auf 250. Und das ist im Prinzip der Trick. Wir haben das eigentlich viel zu wenig gemacht hier. Normalerweise versucht man das ganze Rennen zu halten und dadurch seine Zeit einfach um einiges zu verbessern, weil man eben konstanten Windschatten bzw. einen Topspeed hat, der 20 km/h über dem Regel-Topspeed liegt. Das ist eigentlich das Einzige, was man hier groß sagen kann. Versucht den Bäumen auszuweichen, die sind doch die Sprünge bei 70%, die versucht ihr natürlich ähnlich wie bei diesem Tiny Wings Spiel möglichst so zu nehmen, dass ihr in die Kuhle reinfliegt und nicht gegen die Wand. Und ansonsten weicht ihr noch kurz der Rampe bei 95% links aus und das war's. Es ist wirklich nichts anderes als versucht den Bäumen auszuweichen, möglichst auf den nächsten Checkpoint immer gerade zuzufahren. Und dann lasst euch möglichst anschieben oder schiebt euren Kollegen an, das hilft beiden. Kann natürlich schwierig werden, ne? Es kann sein, dass man sich da gegenseitig durch die Synchro den Hintern wegzieht. Das kann man nicht immer verhindern, das passiert. Aber das kann ich euch nicht abnehmen. Das ist so eine Sache, die muss man irgendwann sich mal aneignen, das ein bisschen zu üben. Dafür muss man natürlich Leute haben, mit denen man fahren kann. Vollkommen klar, das ist manchmal ein Problem. So, als nächstes Touring Car mit dem 8C Competizione. Das ist tatsächlich eigentlich nicht besonders schwer, das Rennen. Der Wagen ist mit den Profi-Settings auch relativ stabil. Der kann mal mit dem Arsch kommen, aber das kriegt man relativ gut in den Griff, würde ich behaupten. Und ansonsten gilt hier tatsächlich eigentlich, man kann Windschatten fahren. Wir sind das Ding zu zweit gefahren, tatsächlich einfach nur, um es zu zweit zu fahren. Wir wollten hier gar nicht groß Windschatten ziehen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe festgestellt, dass Toast hier in Touring Car Events deutlich besser ist als ich. Und nachdem er dann in der ersten Runde mich irgendwann so ein bisschen überholt hatte, konnte ich mich immer wieder ein bisschen an ihn ranziehen. Also meine Touring Car Zeit hier tatsächlich ist so ein bisschen supported von Windschatten. Das mag nicht unheimlich viel sein bei dem Fahrzeug und der Strecke, aber vor allen Dingen hier nach 20% der Kurve beschleunigen wir einmal mit Nitro komplett raus und ihr seht schon, Toasty hat die Kurve deutlich besser genommen und ich konnte mich mit Windschatten einfach ein bisschen ranziehen und das gilt im Prinzip bei jedem Rennen. Ne? Wenn man die Möglichkeit hat, auf einer geraden Strecke sich ein bisschen Windschatten zu ziehen, ist das ganz praktisch und gibt natürlich auch Zeit. Das ist von Rennen zu Rennen aber unterschiedlich, wie sehr sich das lohnt. Ich würde sagen, hier bei dem Touring Car Rennen, man kann es machen, es kommt aber sehr auf die Dynamik zwischen den Fahrern an. In meinem Fall ist es so, ich komme mit den Strecken ganz gut klar, ich kann die Wagen halbwegs stabil fahren, aber Toasty ist halt ein kleines Stück besser und dadurch ist es halt einfach so, dass er in der Regel aus den Kurven ein bisschen besser rauskommt und ich mich halt mit Windschatten einfach wieder ein bisschen ranziehen kann. Also Windschatten kann sich lohnen, muss es aber nicht, je nachdem wie ihr fahrt. Gut, und damit kommen wir zu dem meiner Meinung nach schlimmsten Event in diesem Summit, und zwar Financial District Süd mit der MV Augusta. So, das erste, was ich sagen muss, wir machen hier einen Motorradstart. Motorradstart bedeutet, im Prinzip in dem Moment, wo das Rennen beginnt, haben wir den Stick nach vorne gedrückt, für nach vorne nehmen, und drücken Gas und Bremse gleichzeitig und lassen die Bremse dann wirklich nach einer Millisekunde los. Also im Prinzip habt ihr das bei alles schon gedrückt und wenn dann die Null kommt, lasst ihr einfach nur die Bremse los, so eine Millisekunde danach. Ihr macht einen minimalen Burnout und ihr werdet sehen, das Motorrad beschleunigt am Anfang deutlich schneller als ohne. Könnt ihr in der freien Welt auch mal ausprobieren. Ansonsten ist hier nur zu sagen, dass die Sprünge bei 17% totaler Krampf sind. Mein Tipp, versucht das Motorrad gerade zu halten und wenn ihr landet, geht kurz vom Gas, damit es sich wieder fangen kann. Nicht zu hektisch lenken, weil sonst schleudert euch das Ding nur noch komplett irgendwo hin und das bringt niemandem was und ihr kommt nicht mehr klar. Gilt für alle Sprünge bei dem Event, es gibt nämlich noch kleinere. So, ansonsten kann man sagen, dass viele von den Kurven hier mit sehr viel Tempo möglich sind. Es kommt aber immer darauf an, wie man den Winkel setzt. Mit dem Motorrad ist das sehr, sehr böse. Gerade bei 33%, das geht komplett Fullspeed. 35% hingegen muss man natürlich mit einem guten Winkel ausbremsen. Geht aber, würde ich sagen, ist verkraftbar. Total ätzend finde ich die Kurve bei 40% hier. Da muss man halt echt stark abbremsen, muss man halt einfach vorher wissen. Ich sage ja, Stimme und Hals sind im Moment komplett kaputt. So. Sehr böse finde ich auch den kleinen Sprung hier bei ungefähr 95% jetzt in dem Fall, beziehungsweise 45%. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht hinten die gelb-schwarze Leitplanke reinballert, weil die bremst einen deutlich zu stark aus. Ansonsten, wie gesagt, versucht die Kurven möglichst sauber zu nehmen, vor allen Dingen bei, lass es mal 5-6% gewesen sein. Nach der ersten langen Kurve, die erste eng aussehende Kurve, könnt ihr euch nochmal auf der ersten Runde angucken, die geht Vollspeed, ohne Probleme. Muss man halt den richtigen Winkel für erwischen. So, ansonsten, punktetechnisch auf jeden Fall ist das Event in Ordnung, wenn man denn eine entsprechende Zeit rausfahren kann. Das ist halt echt nicht einfach, gerade mit dem Motorrad. Und damit kommen wir zu dem Jet Sprint auf der Straße, wie wir es letzte Woche schon genannt haben. Und das ist das
Touring Car Speed Tour Event in der Stadt mit einem Alpha Grand Prix. In diesem Fall können wir aber den Alpha Mark II nehmen. Und tatsächlich ist es nicht nötig, auf dieser Strecke jetzt auch nur noch einen Wallgrind zu nehmen. Der Alpha kann das auch so. Heißt aber auch, ich würde hier wieder zur manuellen Schaltung empfehlen, wenn man das kann. Wenn nicht, dann lasst es auf Automatik, wenn ihr jetzt versucht, das bei dem Rennen zu trainieren. Nicht unbedingt die beste Idee, weil ihr schaltet hier relativ viel hoch und runter. Aber tatsächlich lässt es sich einfach besser bremsen, wenn man einfach mal schnell zwei, drei Gänge runterschaltet und dann eben auf den entsprechenden Gang, den man braucht, wieder hochschaltet. Ihr seht schon, im Prinzip ist das hier bei jeder Kurve dasselbe. Ich fahre, gebe Gas, Nitro, fünfter, sechster Gang und in den Kurven bremse ich je nach Kurve ab auf vierten oder dritten Gang und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Profi-Settings würde ich empfehlen, hier zu benutzen, einfach weil der Alpha Mark II mag zwar ganz solide fahren und ist definitiv ein Top-Auto und super wendig und super stabil, aber auch das kommt eben nur durch die Settings richtig zustande. Man kann es natürlich auch ohne Settings fahren, aber ich würde es euch einfach nicht empfehlen. Ansonsten ist das eine Strecke, die ist so ein bisschen eine Mischung aus Streckenkenntnis und wie das bei JetSprint auch ist, ein Reaktionsrennen. Ihr müsst einfach auf die Gegebenheiten schnell reagieren können. Ist nicht unbedingt einfach, aber lässt sich fahren. Punktetechnisch muss ich tatsächlich sagen, ist das Event relativ schlecht bewertet. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr jetzt hier nicht die krassesten Punkte kriegt, auch wenn ihr ganz gut fahrt. Es gibt einfach nicht viele Punkte in dem Event. So, generell ist das Summit aber gut bepunktet und deshalb kommen wir zu einer Finalpunktzahl von fast 1,4 Millionen. Ich würde sagen, der Summit ist gut durchgemischt. Es gibt von allem etwas, ein bisschen was Schönes, ein bisschen was Beschissenes. Für ein Platin-Fahrzeug vollkommen angemessen. Ich hoffe, der Videoguide hat euch wie immer ein bisschen geholfen. Teilt ihn gerne weiter und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche zum nächsten Summit. Macht's gut.